Sechs Ochse, Lachs, Fuchs wachsen. Sechs Ochse, Lachs, Fuchs wachsen. Maxim, Rex, Oksana, Xenia, Roxalana. Sechs. Der Fuchs wachsen. Maxim, Rex, Oksana, Xenia, Roxalana. Sechs. Der Fuchs wachsen. Буква «Р» в конце практически не читается. Она превращается в маленький непонятный гласный звук, похожий на «А». Der Vater, das Tor, wir, das Märchen, die Karikatur, die Natur, der Sekretär, natürlich, die Tür, er hört, die Figur, die Frisur, für, das Ohr, der Doktor, der Direktor, das Tier, vier, das Meer. Sehr, sehr schwer, der Lehrer, das Haar, der Offizier, noch mehr, sehr populär, sehr gefährlich, klar, sehr zart, er war hier, der Millionär, das Papier. Der Vater, das Tor, wir, das Märchen, die Karikatur, die Natur, der Sekretär, natürlich, die Tür, er hört, die Figur, die Frisur, für, das Ohr, der Doktor, der Direktor, das Tier, vier, das Meer. Sehr, sehr schwer, der Lehrer, das Haar, der Offizier, noch mehr, sehr populär, sehr gefährlich, klar, sehr zart, er war hier, der Millionär, das Papier. Der Doktor, der Friseur, die Figur, er erzählt, der Verwandte, versprechen, zerstören, hervor, er kommt vorbei, der Vormittag, erreichen, erraten, in Erfurt, die Schwester, er fährt, er wunderte sich, der Schlosser, der Kalender, das Ufer, der Schüler, die Oper, das Zimmer, der Zucker, immer, zaubern, stolpern, feiern, silbern, ändern, zittern,
Im März, im Park, der Bauer, wirklich. Der Doktor, der Friseur, die Figur, er erzählt, der Verwandte, versprechen, zerstören, hervor, er kommt vorbei, der Vormittag, erreichen, erraten, in Erfurt, die Schwester, er fährt, er wunderte sich, der Schlosser, der Kalender, das Ufer, der Schüler, die Oper, das Zimmer, der Zucker, immer, zaubern, stolpern, feiern, silbern, ändern, zittern, im März, im Park, der Bauer, wirklich. Er war gestern in der Oper. Er fuhr mit der Straßenbahn zu seiner Großmutter. Er war zuerst in der Klinik und dann in der Bibliothek. Er studiert im vierten Semester Landwirtschaft. Er fährt übermorgen zu seiner Lehrerin. Er war gestern in der Oper. Er fuhr mit der Straßenbahn zu seiner Großmutter. Er war zuerst in der Klinik und dann in der Bibliothek. Er studiert im vierten Semester Landwirtschaft. Er fährt übermorgen zu seiner Lehrerin. Herr Müller hört gern Volkslieder. Er fährt zur Arbeit immer mit dem Fahrrad. Das Buch gehört seiner Frau. Das ist der Bruder meines Vaters. Er springt immer höher und höher. Er wird immer klüger und klüger. Er wartet vor der Turnhalle. Herr Müller hört gern Volkslieder. Er fährt zur Arbeit immer mit dem Fahrrad. Das Buch gehört seiner Frau. Das ist der Bruder meines Vaters. Er springt immer höher und höher. Er wird immer klüger und klüger. Er wartet vor der Turnhalle.